flussaus vorbei. Diese Mega-Kühltürme in Indien sind nun Geschichte. Durch eine kontrollierte Implosion werden diese 120 Meter Kolosse platt gemacht. Die Türme sind Teil eines Megakraftwerks, das mehr als 50 Jahre betrieben wurde. Jetzt werden die letzten 4 von ehemals 8 Kühltürmen aus der Landschaft gesprengt. Indien setzt dennoch erstmal weiter auf Kohle zur Energiegewinnung, geht in Zukunft aber auch neue Wege und baut das größte Solarkraftwerk der Welt. Es entsteht in einer Salzwüste im Süden des riesigen Landes. Vielleicht ist die Megasprengung der alten Kühltürme ja ein Vorbote hin zur Energiewende in Indien. Spektakulär ist das Ganze so oder so.